Hey Leute, heute endlich mal wieder eine Produktrezension. Wird auch mal Zeit, oder? Und was ist natürlich nahegelegen? Wir haben schon in New York ein Unboxing drüber gemacht über das geile Google Home. Aber bevor ich überhaupt anfange, wozu brauche ich so ein Gadget überhaupt? Ja, weil ich es brauche, Mann. Ich meine, ich bin Geek, deswegen brauche ich so ein Gadget. Aber auch, weil es einfach geil ist. Und warum ist es geil und welche Features hat das? Das will ich euch heute mal zeigen. Im Moment funktioniert das Google Home nur in Englisch. Das heißt, ihr könnt zwar hier mit rübernehmen nach Deutschland, ihr könnt es hier verwenden, aber ihr müsst mit dem Teil Englisch sprechen. Wenn es ein Update gibt, später dann wird das hier direkt draufgespielt, dann kann es auch Deutsch, ihr müsst also kein neues kaufen. Ihr könnt loslegen! Okay, ich gebe mal ein Beispiel. Okay, Google, how's the weather today? It'll be sunny in O'Brien today, with a forecasted high of minus 1 and a low of minus 7 degrees Celsius. It's currently minus 2 and sunny. Okay, Google, what's the traffic to Mannheim? Sorry, I don't understand. Ja, das werdet ihr öfter mal hören, weil er einfach noch nicht alle Befehle hat. Er lernt dazu, das ist ziemlich cool. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Okay, Google, who's Sergey Brin married to? Sergey Brin was married to Anne Wojcicki until 2015. Okay, Google, does he have kids? Sergey Brin's children are Chloe Wajin and Benji Wajin. So, ihr seht, man kann also auch eine Folgefrage stellen. Es gibt aber auch interessante Sachen, wie zum Beispiel Musik. Ich höre unheimlich gerne Musik. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, Google, play David Gray on Spotify. Playing David Gray on Spotify. Okay, Google, stop music. Ich habe ihm jetzt gesagt Spotify, weil ich Spotify verwende und ich habe das aber auch eingestellt in der App. Ich könnte also auch zum Beispiel sagen, einfach nur, okay, Google, play Cat Stevens. Und alright, playing Cat Stevens on Spotify. Er wird direkt damit loslegen. Okay, Google, who wrote this song? You're listening to Wild World by Yusuf Cat Stevens. Okay, Google, stop music. Das heißt, ich kann auch Fragen stellen zu dem, was gerade läuft. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Sachen machen wie Mathematik. Ich sag mal, ihr seid jetzt hier gerade zusammen in der Küche und ihr sagt, okay, Google, what's 67% of 2000? The answer is 1340. Oder ihr geht noch weiter. Okay, Google, the square root of 15. Square root 15 is approximately 3.873. Oder ihr könnt auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, okay, Google, what's the meaning of Matrix? Maverick, an unorthodox or independent-minded person. Okay, Google, stop. Er versteht nicht alles, aber egal. Also, wir haben euch einen Link reingepackt zu einer Webseite, wo ihr ganz viele Befehle schon habt, die Google kann. Wenn ihr das Ganze kombiniert, zum Beispiel mit einem Chromecast, den ihr habt, dann könnt ihr auch direkt Video streamen. Zum Beispiel, okay, Google, stream Adele on Chromecast. Sorry, I can't help with that yet. Okay, Google, play Adele on Chromecast. All right, Adele from Spotify. Was er jetzt macht, ist, auf dem Chromecast spielt er die Spotify-App ab und spielt Adele für mich ab. Okay, Google, stop music. Ihr könnt aber auch weitergehen. Könnt ihr mal sagen, okay, Google, play me Wild World from Cat Stevens on YouTube on Chromecast. I looked for Me Wide World from Cat Stevens on YouTube, but it either isn't available or can't be played right now. What? Okay, Google, play the newest YouTube videos on Chromecast. Sure, playing newest videos from YouTube on Chromecast. Was jetzt passiert? Er öffnet jetzt die Chromecast YouTube App und spielt das direkt für mich im Fernseher ab. Ah, The Weekend Party Monster. Ich kriege also gerade einen Trailer. Okay, Google, stop YouTube. Also das funktioniert. Das Ding ist wirklich geil. Ihr könnt euch Termine setzen morgens, wenn ihr beim Frühstück seid. Ihr könnt ganz viele Geräte anschließen. Ich kann das hier jetzt hier im Licht nicht so zeigen, aber ich habe zum Beispiel die Philips Hue da. Okay, Google, turn on kitchen. Das heißt, sure, er macht jetzt drei Lichter an. Okay, Google, change kitchen into green. You got it. Changing three lights to green. Oh, cool. Also ich kann in meine Küche reinkommen und kann ihm direkt sagen, mach die Lichter an, mach sie aus. Okay, Google, turn off kitchen. Mit dem Gerät könnt ihr wirklich unheimlich viel machen. Ihr könnt ganz viele Smart-Geräte damit verbinden. Euren Receiver könnt ihr damit verbinden. LG-TVs könnt ihr damit verbinden. Ihr könnt direkt die Fernseher ein- und ausschalten damit. Ihr könnt ein Taxi bestellen. Ihr könnt eine Pizza bestellen. Ihr könnt die ganze Kalkulation machen. Alles Mögliche. Ich kann es einfach nur sagen, das ist ein super geiles Teil. Ihr könnt super viel Spaß damit haben. Und wirklich, es lohnt sich definitiv, so ein Teil zu kaufen. Ansonsten,
Ihr habt ja eben schon gesehen, ein paar, es hat eigentlich ziemlich viel funktioniert, aber auch nicht alles. Und deswegen habe ich euch in meinem Stuhl meine Meinung gemacht, indem ich euch genau erzähle, was ich wirklich gut fand und was ich wirklich noch suboptimal fand. Weil wirklich schlecht fand ich nichts. Ich fand es einfach suboptimal, nicht gut umgesetzt oder einfach noch halbfertig. Guckt euch das an und dann könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden. Wenn auch ihr schon Google Home habt und ihr geile Befehle gefunden habt oder so eine Hidden Features, dann lasst uns wissen. Hier ist übrigens noch ein Hidden Feature. Mache ich morgen noch ein neues Video oder nicht? Okay, Google, flip a coin bei Kopf ja. Alright. It's tails. Oh, ich mache also heute alle Videos. Bye. So, ihr habt jetzt gerade mein Tutorial über das Google Home gesehen. Super geile Geschichte. Ich habe natürlich auch wie immer mein Fett abzugeben. Dafür habe ich wieder einen meiner berühmt-berüchtigten meinen Stuhl meine Meinung gemacht. Findet ihr auf Aluga, Link unten drin. Und wie immer das Ganze multilingual. Ich freue mich auf euch. Ciao.